Prüfung. Wenn du vom kleinen Guru zu einem Guru aufsteigen willst, dann musst du diese Prüfung machen. Ich habe sie ja schließlich auch gemacht. Naja, aber irgendwie fehlt mir die Lust. Wir gehen jetzt rein. Platten für meinen Coffin Stone nicht so. Ja, aber dafür ist der Klang hier auch viel besser. Nur das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, also ich war mir natürlich sehr sicher, dass sie sich für dieses hübsche Instrumental, wo ich das Kreuz drauf gemacht habe, entscheiden werden. Denn ich muss sagen, sie haben sehr guten Geschmack, ja. Ja, deswegen bin ich auch ein Star. Aber der Text, der müsste ja auch irgendwo liegen. Wollen wir erstmal Probe hören oder gleich schon mal mit dem Text vorsingen? Ja, ich weiß nicht. Finden Sie denn meinen Text in Ordnung? Ich meine, er ist schön regimekritisch gegen Diktaturen gerichtet, nicht wahr? Ja, das ist zurzeit in. Der Anfang ist ja mit Klavier, den lassen wir schon mal durchlaufen, okay? Ja, tun Sie das? Nimmt das Ding denn jetzt schon auf? Nein, das machen wir erst nachher. Oder Sie können erst mal Probe singen dazu, ja? Naja, proben Sie ruhig, wir nehmen noch nicht auf. Na gut. Ach, bin ich aufgeregt. So, hier könnten wir aufhören. Das ging ja schon ganz gut. Das können wir dann ja gleich oder nachher aufnehmen. Und wann drehen wir das Video? Das Video können Sie heute oder morgen oder wann Sie wollen drehen. Wir sind sofort bereit in der Video. Mit dem Cobblestone. Ja, wollen Sie das Video eigentlich die Handlung uns selbst entwerfen? Ja, sicher. Wissen Sie, meine ärgste Konkurrentin ist eine gewisse Priscilla Greenbaum. Kennen Sie die? Ja, sicherlich. Ein großer Star, nicht wahr? Ja, das kann man sagen. Ja, das ist meine Schwester. Oh, ja, ja. Wir waren uns schon immer Spinnefeind. Übrigens, was sind Sie eigentlich von der Religion? Ich bin Voodoo. Oh. Ich bin eigentlich auch Voodoo, ja, auch Voodoo. Und meine Schwester ist Guru. Und deswegen sehe ich auf diesen... Also ich nehme das nicht so ernst mit der Religion, wie Sie es alle nehmen. Sonst wäre ich ja nicht Plattenproduzent. Wäre es denn schlimm, wenn ich immer Guru wäre? Nein. Na, dann ist gut. Ja, sind Sie bereit? Ja, eigentlich schon. Hallo, Technik ab und bitte Stille. Wer soll ich hier Krach machen? So, Doris, während der Großguru jetzt seine Prüfung begutachtet, kannst du jetzt mit der ersten Prüfungsart anfangen. So, und was ist das? Ein Kopfstand. Bitte? Ich soll jetzt hier einen Kopfstand machen. Ja, genau. Ja, wenn das alles ist, so... So, und jetzt musst du daran denken, dass du ein Flugzeug bist. Aua! Jetzt ist wohl das Flugzeug abgestürzt. Soll das wirklich eine Prüfung sein? Das ist ja wohl eher ein Witz. Könntest du dich bitte beherrschen? Der große Guru sieht sowas gar nicht gern. Und mach bitte das, was wir meinen, auch wenn du es komisch findest. Gut, dann mache ich jetzt eben wieder einen Kopfstand. Und denke, ich wäre ein Flugzeug. So, ich glaube, die erste Prüfung könntest du bestanden haben. Ach, danke, danke. Dann kannst du jetzt mit der zweiten anfangen. So, jetzt bin ich aber gespannt. Was ist denn das zweite? Du musst dich jetzt hier hinsetzen und auf dieses Blatt Papier gucken und sagen, was da drauf steht. Da steht nichts drauf. Bitte konzentriere dich und gucke rauf, was da steht. Nun ja, so meinetwegen, da stand eine ganze Menge, da standen Buchstaben. Richtig, ich glaube, die Prüfung wirst du bestanden haben. So, nun kommen wir zur dritten Prüfung. Ja? Nehme dieses Glas in die Hand und drehe es um und du wirst sehen, es fließt nicht das Wasser hinaus. Okay, dieses Glas und ich drehe es um. Nun ja, also abgesehen davon, dass jetzt nichts mehr im Glas ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht rausgeflossen ist.
Das musst du dir aber als Guru so vorstellen können. Die Fantasie muss wirken. Das ist der einzige richtige Punkt unserer Religion. So, dann gib mal ein neues Glas und wisch in der Zwischenzeit das Wasser weg. Ja, hier ist ein neues Glas. Nun, ich glaube, auch diese Prüfung hast du einigermaßen gut bestanden, denn du konntest dir ja schließlich vorstellen, dass das Wasser nicht ausfließt. Ja, so wenn ich meine Hand drauf gehalten hätte auf das Glas, dann wäre es sicherlich nicht rausgefallen. Ja, kommt jetzt noch eine Prüfung? Ja, die vierte und die schwierigste, und die wird an der freien Luft ausgeführt.